Willkommen zurück zu Lost Judgment. Ich bin euer Führer Boot. Ja, letzte Folge hat sich die 100. Folge erreicht. Ui, hab ich mitbekommen? Ja, cool. Und dann sind wir wieder nach Komorocho zurückgekommen. Hm. Was für ein Wunder. Keins recht von mir geplant. Ja, heute, wir haben die Hauptstory. Ist ja immer unser Detektivbüro. Irgendwie müssen wir immer nur unsere Unterkünfte zurückgeführt, ne? Ne, wir haben aber noch die eine Mission hier. Die Nebenmission. Mit dem maskierten Autor. Ja, die kennen wir ja vielleicht. Ja, zum Thorn kennen wir ja schon, ne, aus dem ersten Teil. Vielleicht haben wir hier auch noch was Cooles. So, wo muss ich noch rein? Hier oder da? Da muss ich, glaube ich, rein. Schauen wir mal, gehen wir mal die Treppe hoch, oder? Wo ist denn hin? Frage. Hier scheinbar nicht. Doch? Nee. Ja, hier war ja dieses Sexy Club, wo wir die eine Dame kennengelernt haben. Ah, hier macht's schön. Ich überlege gerade, war hier dann bei Jungladen? Ja, wenn ich jetzt hier reingehe. Ja, nee, das ist ja der Fahrstuhl. Hier kann man schreiben, oder? Jawohl. Moment mal. Alles. Ah ja. Schindet das wieder, oder? Nee, das ist einfach eine Perspektive. Egal, das hier soll das Entwicklungszimmer von den Spielentwicklern sein. Nehme ich den Namen drauf. Ja. Ja. Könnte auf jeden Fall schon mal ein cooles Office zu sein, ja, an sich eigentlich. Wie reagiert er wohl, wenn ich noch hinter ihm auftauche? Haha. Bumm. Ausgetrickst. Das ist das Büro von Katsu Yumonji. Vielleicht ist er das also. Dann sieht vielleicht Yagami-san. Hi. Ja, Takayuki Yagami. Und sie sind. Das nennen sie nämlich wie draußen nicht einfach Okazaki. Man weiß nie, wer vielleicht zuhört. Das stimmt. Erlauben Sie mir, mich offiziell vorzustellen. Ich bin Haruto Okazaki. Das ist mein echter Name. Das ist also das Gesicht des markierten Autors. Er ist jünger, als ich gedacht hätte. Also, Yagami-san, bevor wir mein Büro betreten, müssen Sie mir etwas versprechen. Ich war schon drin. Upsi. Nämlich, dass Sie niemandem ein Wort davon erzählen, was Sie gleich sehen werden. Mhm. Was soll ich denn da großartig sehen? Das ist einfach ein schickes Labor. Büro. Was sehen wir da? Okay, meine Lippen sind versiegelt. Hier entlang, bitte. Menschen, die waren gerade noch nicht da. Er hat Geister. Hm, was ist das? Das ist die wahre Entität von Katsu und Jin. Hab mir auch gedacht, dass da mehrere Autoren im Werk sind, weil ein Autor kann nicht so viele, so, vor allem nicht so schnell und so viele Romane oder Genres bedienen. In der Qualität dann. Ich kann nicht ganz folgen. Sämtliche Werke von Katsuto Mojonji werden von uns 10 geschrieben, mich eingeschlossen. In anderen Worten, Jumonji ist gar keine echte Person. Er ist eine Gruppe von Autoren. Hä? Oh, eine ganze Gruppe? Wirklich? Ja. Ich zu denken. Schreiben Sie also in dieser aberwitzigen Geschwindigkeit Bücher in so vielen verschiedenen Genres. Richtig. Das geht nur dank der Effizienz von 10 talentierten Autoren mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, die alle gleichzeitig schreiben. Naruhodo. Ziemlich cooler Trick. Oh, das ist also der Detektiv. Und auch noch ein Detektiv aus Komorocho. Er hat sicher jede Menge gute Geschichten auf Lager. Ah, merkwürdig. Setzen Sie sich bitte, Yagami-san. Ich erkläre Ihnen unsere Anliegen. Die wollen Geschichten von mir haben, also wie der andere Autor. Ach nö. Das ist wirklich 1:1 geführt die Mission kopiert vom ersten Teil. Oh, ich bin echt überrascht. So viele verschiedene Leute schreiben also einer als ein einziger Person. Ja, ich kenne auch keine zweite Gruppe wie uns. Aber ehrlich gesagt, sind wir alle so gescheiterte Autoren. Ich meine, jeder von uns gab einmal ein Debüt, aber keiner hatte echten Erfolg. Die waren alle kurz davor, dem Schreiben aufzuhören. Oh. Und wie ist es dann dieser Gruppe
Wie ist es dann, diese Gruppe entstanden? Wie wohl? Die sozialen Medien. Ich habe eine Online-Community gegründet, die einen ganzen Haufen von gescheiterten Tautauern angezogen hat. Durch den Austausch sind wir auf die Idee gekommen, gemeinsam zu schreiben. Wir haben es ausprobiert und es hat funktioniert. Interessant. Und gleich der erste Werk war ein Bestseller, richtig? Ja, stimmt. Es war ein Meisterwerk, denn es keiner von uns alleine hätte schreiben können. Es existiert nur, weil wir 10 zusammengearbeitet haben. Manche lassen sich überraschende Wendungen einfallen, manche schreiben tolle Dialoge, manche sind Genies, was den Handlungsaufbau angeht. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und zusammen sind wir ein toller Autor. Ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, dass ein Buch von 10 verschiedenen Leuten sich wirklich fürs schließt. Hollywood-Drehbücher werden oft von mehreren Leuten geschrieben. Es kommt nur darauf an, wie man die Arbeit aufteilt. Und indem wir die Auslastung aller Mitglieder gut steuern, können wir sogar an mehreren Titeln gleichzeitig arbeiten. Wenn sie also geschickt anstellen, dann ist dieser einzigartige kreative Prozess wirklich produktiv. Genau, ein einzelner Autor würde das, was wir hier machen, nicht schaffen. Ich bin für die Zeiteinteilung aller Mitglieder zuständig. Das liegt mir nämlich. Ich war früher Lektor, wissen Sie? Ah, Sie waren Lektor. Okay, Zeit für ein paar Fragen. Also, Sie haben gesagt, dass einige Ihrer Ideen gestohlen wurden. Erzählen Sie mal. Okay, das war vor ungefähr 1,5 Jahren. Wir hatten gerade ein Manuskript fertig und waren beim Feinschliff. Dann ist ein neuer Kriminalroman erschienen, um den ein einziger Hype entstanden ist, wegen eines ungewöhnlichen Kniffs in der Story. Nur war die Geschichte fast identisch mit unserem Manuskript, das gerade im Lokrat war. Ein anderer Autor ist ihnen also zuvor gekommen. Ja, und als wir dann später unser Buch veröffentlicht haben, hat man uns vorgeworfen, die Idee geklaut zu haben. Dann kann das vielleicht nur einfach Zufall gewesen sein, dass die Geschichte einfach ähnlich war? Schwer vorstellbar. Es war nämlich nicht nur der Kniff, von dem ich erzählt habe. Es war auch das Setting, die Struktur, sogar die Charakterzüge der Personen. Alles war fast identisch. Also zu viele Ähnlichkeiten, dass man es für einen Zufall. Dass es einfach ein Zufall sein könnte. Okay. Bei Dutzenden von Ähnlichkeiten keine Chance. Von Zufall könnte man höchstens mal in einer einzigen Ähnlichkeit reden. Boah. Aber mir geht gerade die Nase zu, ey. Krass. Was die Leser gesehen haben, kann man definitiv nicht mehr Zufall nennen. Okay, verstehe. Nicht nur dieses Buch war ein Plagiat unserer Arbeit. Derselbe Autor hat danach noch 3 weitere Bücher veröffentlicht, alle mit identischen Ideen in unseren Büchern. Ich sollte nach dem Autor fragen, der ihre Ideen stiehlt. Okay. Was können Sie mir über diesen Autor sagen, der ihre Ideen stiehlt? Er heißt Tsugoro Futaba. Sein erster Roman wurde vor 10 Jahren veröffentlicht und hat sich damals ziemlich gut verkauft. Er hat sogar einen Preis bei einem Krimi-Wettbewerb gewonnen. Aber er konnte nicht mehr daran anknüpfen. Er galt als One-Hit-Wonder. Aber dann hat dieses One-Hit-Wonder plötzlich ein neues Buch rausgebracht, das ein Mega-Bestseller geworden ist. Genau. Und das Buch war fantastisch und mit Eier. Das Buch war persönlich mit einem von unseren, das noch nicht veröffentlicht war. Und danach hat Futter immer wieder Bücher rausgebracht, die ganz ähnlich waren wie die, an denen wir gearbeitet haben. Dann habt ihr einen Spion in euren Reihen. Wer ist damit? Vielleicht hat ja einer aus der Gruppe sich mit einer anderen Gruppe zusammengetan und die haben jetzt diesen Autor erschaffen und schreiben eure Bücher einfach vor. Könnte das sein, oder? Nicht? Ja, ich weiß nicht. Allesamt Bestseller. Jetzt glauben die Leute, er hätte ein wundersames Comeback hingelegt. Ich meine, wenn sie sich so sicher sind, dass der Typ ihre Bücher kopiert, warum verklagen sie ihn dann nicht einfach? Ich hatte es überlegt. Aber wenn wir vor Gericht gehen, müssten wir vielleicht das Geheimnis von Katsuto Jumanji preisgeben. Es dürfte schwer werden, vor Gericht die Wahrheit zu beweisen, ohne zu verraten, dass wir unsere Bücher schreiben, oder? Ja, das stimmt wohl. Welches ist dieser andere Autor?
andere Autor klar, dass sie ihn nicht verklagen können. Und genau deswegen bestiehlt er sie. Wenn das stimmt, wäre es unglaublich dreist und unverzeihlich. Sie sehen, sie haben schon andere Detektive in der Sache ermitteln lassen, stimmt das? Ja, drei andere bisher. Was haben die unternommen? Naja, sie haben untersucht, ob wir gehackt wurden, ob unser Büro verwandt ist. Sie waren sehr gründlich, konnten aber nichts finden. Keiner von denen hat etwas gefunden. Nein, aber unsere Ideen wurden weiterhin gestohlen. Wir haben absolut keine Ahnung, wie das sein kann. Könnte schwerer werden, einen Fall zu knacken, wenn sich schon drei Detektive die Zähne daran ausgebissen haben. Vielen Dank, das sind alles nützliche Informationen. Ich würde mir zuerst einmal gerne einen noch umfassenden Blick verschaffen. Darf ich die anderen Autoren auch befragen? Ja, natürlich. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mit ihnen kooperieren. Sehr gut, vielen Dank. Das ist wieder so eine. Okay, es ist nicht wie zum ersten Teil. Aber es heißt wiederum. Wir haben ein Gespräch, ich immer. Okay. Das heißt aber wiederum, dass es hier einen Maulwurf gibt. Junge. Dann quatschen wir mit euch. Hallo. Hey, Verzeihung. Yagami, mein Name. Ich bin Detektiv. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oh, Yagami-san. Okazaki-san hat mir von Ihnen erzählt. Ich bin Takashi Hojo. Ich bin bei Katsujomi für die Recherche zu wissenschaftlichen und militärischen Themen zuständig und für die Sicherheit unseres Büros. Ich bin Ayame Satoru. Ich erforsche westliche Mythologien und Zivilisationen. Ich bin der Fantasy-Nerd hier. Sie ermitteln wegen der möglichen Spionage, richtig? Haben wir auch selber schon Maßnahmen gegen Spionage? Alter, ich muss die Folge gleich abbrechen. Ich will ja nur noch am Niesen. Uiuiui. Entschuldigung für die Unterbrechung, aber. Alter. Was ist mit meiner Nase los? Hui. Okay, also wir haben auch selber schon Maßnahmen gegen Spionage ergriffen. Mhm. Ach ja? Was denn für Maßnahmen? Wir haben eine Überwachungskamera verstärkt, die ihn aufzeichnet, der sich hineinschleichen will. Wir haben zwar schon eine Kamera, aber wir finden, dass eine nicht reicht. Schließlich wurden unsere Ideen gestohlen. Obwohl die Türen abgeschlossen waren. Also dachten wir uns, wir müssen einfach cleverer sein als der Dieb. Die Überwachungsvideos war also nicht zu sehen? Nein. Und es gab auch keinen Hinweis auf einen Einbruch. Und trotzdem wurden Informationen gestohlen. Werden immer noch gestohlen. Ich kapier's einfach nicht. Haben Sie irgendwelche Anti-Hacker-Maßnahmen ergriffen? Natürlich. Bei den vielen Leaks, die wir hatten, wir schrieben nur noch auf Computern, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Gute Idee. Stammen die Informationen vielleicht von Datenträgern, die jemand aus dem Büro mitgenommen hat? Wahrscheinlich. Es ist streng verboten, Datenträger wie USB-Sticks mit sich nach Hause zu nehmen. Ich erinnere auch ständig alle daran, aber ihre Taschen habe ich bisher noch nicht durchsucht. Es würde auch zu weit gehen, finde ich. Wir vertrauen unseren Mitgliedern. Okay, Datenlecks sind ausgeschlossen, Einbrüche so gut wie. Alles klar, danke für die Hilfe. Die sind sehr blind, kann das sein? Also jetzt die beiden hier. So, dann nur den einen. Ich will mit dir reden, hallo. Hallo. Entschuldigung. Hallo? Das wird der Meister, ich bin ein Genie. Wenn Makabekun im Tunnel ist, nimmt er die Auswelt nicht mehr wahr. Jetzt mit ihm zu reden bringt nichts. Achso. Er ist unglaublich gut darin, Charaktere zu schreiben. Er haucht ihn richtig Leben ein. Ah, der Typ wird der Hammer. Und er liefert den perfekten Kontrast zur Schwäche des Protagonisten. Nice. Er hätte gedacht, dass der Held auch seine Seite hat. Das ist, als würde man beim 7 im Fluss einen Goldnugget finden. Haha. Er wirkt wirklich extrem lebendig, wenn er arbeitet. Der Typ ist selbst ein richtiger Charakter. Aber einfach gar nichts mehr zu hören. Das nenne ich mal Konzentration. Okay. Äh,
war dann Prinz. Wissen das alle ihre Gedanken gerade, oder was? Ah, er hat einen Punkt. Also er ist wahrscheinlich der. Das leckt aber trotzdem erstmal die an hier. Würde ich jetzt mal sagen. Hallo. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Oh, der Detektiv ist auf der Jagd. Ich bin übrigens Mikuru Mishiyama, Autorin zahlreicher Handy-Romane. Sie wissen schon, Bücher, die man auf dem Handy geschrieben hat. Yagami ist. Oh, interessant. Takayuki Yagami, freut mich. Ich bin Takara Ayuhara. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich war früher Drehbuchautor der Mittelalter-Serie. Ja, ich habe die Folge 5 bis 7 geschrieben. Erinnern Sie sich an den Priesterwitz, den Bugana erzählt? Tja, vielleicht heben wir das unser Lebenslauf für später auf, okay? Ich bin Makoto Nishimura. Und wenn wir schon eine Vorstellungsrunde machen, ich schreibe hauptsächlich Light Novels. Also, Sie wollten uns das fragen? Hi. Ja, mich würde interessieren, ob jemand von Ihnen etwas Verdächtiges gesehen hat. Etwas Verdächtiges? Nee, da fällt mir nichts ein. Mir auch nicht. Naja, also mir ist schon etwas aufgefallen. Ich glaube, Mikura-chan verwendet seit kurzem mein neues Shampoo. Ha. Bitte? Hast du jemanden ganz besonders kennengelernt? Mikura-chan? Bitte, hör auf damit. Das grenzt an sexuelle Belästigung. Ach übrigens, ist das ja so eine Art Treffpunkt für Sie alle? Ja, hier kann man ein wenig Energie tanken. Kann schließlich ganz schön anstrengend sein, mit jungen Frauen zu reden. Haha. Bitte tun nicht so, als wäre das hier so eine Art Hotessenclub. Wir verwenden den Raum auch für Zwecke, zum Beispiel. Fechte Zwecke, zum Beispiel, um Ideen zu sammeln. Und ja, manchmal auch um zu plaudern. Ja, absolut. Zum Brainstorming ist das hier perfekt. Okay, hier reden sie also über neue Ideen. Ja, ohne dieses Brainstorming-Sitzungen würde Katsuhito Mujon gar nicht existieren. Wir erzählen uns unsere Ideen, besprechen sie, erfahren sich zusammen, jeder bringt seine Stärken ein. Und das haben wir auch gemacht, bevor sie gerade kamen. Und wenn sie mit ihren Fragen fertig sind, machen wir direkt weiter. Finden diese Brainstorming-Sitzungen zufälligerweise immer zur selben Uhrzeit statt? Ja, warum auch nicht? Warum fragen sie? Wenn sie bei dem Treffpunkt über Details zu ihren Büchern reden, ist das die perfekte Gelegenheit, sie zu belauschen. Wenn sie sich jeden Tag zu selben Zeit treffen, ist das noch viel leichter. Da haben sie recht. Volle Schlussfolgerung, die ich auch schon gekommen bin. Ich dachte mir schon, dass das Büro verwandt sein muss. Das kann aber nicht sein. Wurde noch nie irgendwas gefunden, schon vergessen. Ja, nachdem schon drei Detektive hier waren und nichts gefunden haben, könnte es eigentlich keine Wanze sein. Aber wenn die hier regelmäßig Treffen abhalten, ist das für die perfekte Gelegenheit. Okay. Achso, war das ein Schuss? War nicht schon wieder. Das sind sicher wieder diese. Bin Spaßvögel. Spaßvögel? Ja, sie sind so ein paar Jugendliche aus der Gegend, treiben Scherze mit Böllern. Spielt wahrscheinlich Yakuza und Gendama. Wisst ihr noch, als wir das letzte Mal Böller gehört haben, war auch gerade ein Detektiv hier. Detektiv dachte auch, dass es ein Schuss war. Haha. Wundert mich nicht, dass die Leute mit dem Geräusch an einen Bandenkrieg denken. Der Tojo-Clan ist zwar Geschichte, aber wir sind immer noch in Kamurocho. Und beim letzten Mal war auch gerade ein Detektiv hier, interessant. Ist das Fenster hier offen? Sieht so aus, als wäre es Fenster offen, kann man so gut belauschen. Und die letzte Person? Die telefoniert wohl. Verstehe. Du schaffst es also nicht, alles klar. Ja, erhol dich gut, bis dann. Läuft's. Oh, hallo. Yagami des. Ich heiße Yagami, ich bin ein Detektiv. Ich bin Remy Akita. Ich bin hauptsächlich für die Liebesgeschichten zuständig. Tut mir leid, dass Sie das gehört haben. Mir ein bisschen peinlich. Yeah. Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich wollte Sie nicht belauschen. Das war Matsumishi, eines der anderen Mitglieder von Katsuto Jumban. Mhm. Er kommt heute nicht zur Arbeit. Nein, er ist ziemlich wankelmütig, ist öfter mal schlecht drauf und fehlt deswegen häufig. Er taucht immer mal wieder
völlig überrascht aus dem Nichts auf und verschwindet dann wieder für 2 Monate. Hat er denn tatsächlich irgendeine Krankheit? Vielleicht eine Krankheit, aber bei der man den ganzen Tag im Zimmer sitzen und duddeln muss? Verstehe, das klingt wirklich schwierig. Kann man wohl sagen, aber er hat jede Menge Talent. Er kommt auf die Idee, auf die sonst kein jemand kommt. Eine frische Sicht auf die Welt, unglaubliche Handlungselemente und unvorhersehbare Wendungen beherrscht er auch. Wenn er nur nicht so instabil wäre. Manchmal steckt er ein halbes Jahr lang in einem Tief. Vielleicht sind Genies einfach so. Kann sein. Wäre nur schön, wenn wir ein stabiles Genie abbekommen hätten. Auf jeden Fall bin ich quasi seine Betreuerin. Warum auch immer. Aber ich darf ihn nicht kritisieren. Der ganze Krieg stürzt ihn wieder in eine Krise. Es ist echt anstrengend. Kann ich mir vorstellen. Male belauscht. Befragt. Ich glaube, das waren alle. Jetzt muss ich überlegen, was genau ich alles weiß. Manzenhacker und versehentlich Leaks kann ich wohl ausschließen. Bleibt nur so noch. Wie sieht's aus, Yagami? Haben Sie das herausgefunden? Yeah. Nein, noch nicht. Nichts Konkretes. Fällt eine weitere Möglichkeit an, wie man Ideen gestohlen werden können. Und zwar nicht von außen, aber vielleicht das Okazaki-san sagen. Zum Beispiel auf einer Anschuldigung schwierig. Okazaki-san, sind Sie sicher, dass heute nur ein Mitglied fehlt? Ich sehe nur 8 Leute. Oh, wirklich? Wer fehlt denn? Ich glaube, Sanada-kun ist auf Sach gegangen. Ja, stimmt, der muss es sein. Er ist nicht hier. Okay, er ist also auf dem Dach. Dann brauche ich nicht. Ich rede später mit ihm. Okay. War er also der vielleicht, der die Böller geworfen hat? Ja, ich wieder hoch. Wie viele Dächer gibt es denn hier? Sie sind Yagami, oder? Ja, ich stelle ein paar Fragen. Darf ich mich auch kurz mit Ihnen unterhalten, Sanada-san? Natürlich, gerne. Ich heiße Kenji Sanada. Ich bin bei Katsuto Jumanji für die Struktur zuständig. Was meinen Sie mit Struktur? Das ist der Bauplan der Geschichte. Ich optimiere den Auf und Ab der dramatischen Entwicklung und baue die Andeutungen ein. So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Okay, zum Beispiel ändere ich die Reihenfolge von Episoden oder arbeite die Hintergrundgeschichten in einer Figur besser aus. So kleine Änderungen können einen riesen Unterschied machen, was den Unterhaltungsfaktor und die Lesbarkeit einer Geschichte angeht. Meine Aufgabe ist es also, den Überblick über die komplette Geschichte zu haben und zu analysieren, wo wir noch etwas verbessern können. Naruhodo. Okay, jetzt kann ich es mir etwas besser vorstellen. Dokorode. Also, Sanada-san, ist Ihnen in letzter Zeit im Büro etwas Verdächtiges aufgefallen? Etwas Verdächtiges? Genau genommen, ja. Oh, wirklich? Was genau war das? Komisch, warum zögert er denn? Ich mach mal ein bisschen Druck. Wie willst du Druck machen? Kann man hier eigentlich irgendwas finden? Ganz doof gefragt. Ist übrigens das Dach, wo wir mal am ersten Tag rumgelaufen sind, ne? Der Flucht und dann sind wir. Hier lang. Noch lang. Dann kommt man hier raus. Dann kann man springen. Ha! Das geht ja wirklich sogar noch. Was? Problem, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder nach oben. Heftig. Das waren wir. Rüber? Ne. Ich glaube, dass sie den Weg weggemacht haben. Und dann gehen wir durchs Café. Ob sie den Weg nochmal benutzen werden? Nein, das gab wieder lang. So. Für mich ist das Gefühl auch nicht so allzu lang her, dass sie dieses Spiel gespielt haben, wenn ich ehrlich bin.
Das sind hier noch die komischen Leute, mit denen man sich unterhalten musste. Ja. Ist nicht hier auch noch irgendwie ein. Ah, genau, hier saß der Schoki, noch ein Schoki-Mann. So, wir gehen hier rein und fahren dann mit dem Aufzug hoch. Echt schick gemacht hier, ne? Muss man nur sagen. Wir waren ganz da oben.